Ich möchte zu einer anderen Frage des Zwangs und zur Wiener Stadtpolitik auch abbiegen. Ihr Nachfolger Michael Ludwig hat da eine langjährige Forderung der FPÖ aufgegriffen und sich für ein Alkoholverbot am Wiener Praterstern. Für alle Nicht-Wiener, das ist so eine Umstiegstelle, S-Bahn, U-Bahn. Und da haben sich gesellschaftliche Randgruppen mit zum Teil massiven Problemen in den Augen vieler breit gemacht. Und das soll jetzt durch ein Alkoholverbot zumindest woanders hin verlagert werden. Was sagen Sie dazu, dass da eine langjährige FPÖ-Forderung von Ihrem Nachfolger jetzt aufgegriffen wird? Ja, FPÖ, das machen wir wirklich leicht. Wieso erinnern wir uns eigentlich nicht daran, dass ich vor eineinhalb Jahren dieses Alkoholverbot am Praterstern gefordert habe? Beziehungsweise in allen Umgebungen von Tankstellen und in den anderen Bahnhöfen ebenso. Das hat einen sehr einfachen Grund dazu. Es kann uns niemand in der Stadt vorwerfen, dass wir nicht für soziale Randgruppen, für Alkoholkranke, für Rauschgiftkranke, ja, selbst für Spielsüchtige jede Menge machen. Wir haben Kritik eingesteckt, Sonderzahl, vom Ganzlwirt angefangen, über solche Betreuung, also Betreuungseinrichtungen wie im 9. Bezirk und viele andere. Ja. Also, man kann uns für das eine kritisieren oder für das andere kritisieren, aber nicht für beides. Und vor allem den Vorwurf, der auch erhoben wurde gegen die Stadtregierung, dass wir mit Alkoholverbot nicht erreichen, dass man den Kranken hilft, ist ein Unfug, denn wir wollen den Kranken helfen. Was wir jetzt machen wollen, ist das, was es in vielen anderen Städten gibt, in Linz und sonst. Für ein Jahr wollen wir dieses Alkoholverbot dort entsprechend durchziehen, in erster Linie mit Beratung und nicht mit Bestrafung. So, und dann evaluieren wir es und schauen wir uns das an. Aber der Punkt ist, es gab ja ab Ihrer Forderung eine interne Arbeitsgruppe, wo auch die Bezirke vertreten waren, und die haben sich das auch überlegt, wie tun wir damit. Und man ist eigentlich auf keinen grünen Zweig gekommen intern, weil man gesagt hat, wir verlagern das Problem, ja, wenn wir das irgendwie einführen um bestimmte Punkte herum auf bestimmten Plätzen, dann wird sich das woanders hin verlagern. Das gilt ja nach wie vor. Und das weiß man ja auch zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie die Drogenszene gewandert ist. Ja? Also. Ja, was ist die Alternative? Die Alternative kein ist. Kein Alkoholverbot. Ja, die Alternative ist, wir lassen dort eine Szene entsprechend etabliert sich niederlassen. Ja, man kann ja trotzdem hinschauen. Ich war in Zürich. Ich habe mir dort den Platzspitz angeschaut. Ich bin dort durchgegangen, 2 Stunden. Das war der Drogenumschlagplatz mitten in der Stadt. Das war der Drogenumschlagplatz mitten in einem Park, mitten in der Stadt. Das ein komplett rechtsfreier Raum geworden ist, wo das einzige Ordnungsprinzip die Gewalt war, die dort geherrscht hat. Ich meine, sowas ist nicht politikverträglich, sowas will ich nicht. Ich will das nicht in der Stadt. Also da sehen Sie sich auf einer Linie mit Ihrem Nachfolger? Jawohl. Er will das genauso wenig. Wir alle miteinander wollen das nicht. Wir wollen, dass Leute auf so einer riesigen Umsteigrelation vom öffentlichen Verkehr unangepöbelt ihr Ziel erreichen können.